Für die neue Woche hält das Wetter nichts Gutes parat. Am Montag Gewitter, ab Dienstag dann Dauerregen. Da möchte man sich am liebsten in der eigenen Wohnung verkriechen. Der morgige Montag beginnt regnerisch. Am Vormittag und Nachmittag ist es wechselhaft. Neben Schauern und Gewittern gibt es immer wieder sonnige Abschnitte. Am Abend dann wieder Regen. Die Tageshöchsttemperaturen steigen bis auf 25 Grad. Die Tiefstwerte in der Nacht zum Dienstag liegen bei 16 Grad. Regenwolken dominieren das Wetter der kommenden Tage. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag gibt es teils ergiebigen Dauerregen. Und das bei Temperaturen unterhalb der 20-Grad-Marke. Der Wetterumschwung ist Gift für den Kreislauf. Durch schlechten Schlaf verringert sich die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Erkältungen lassen zudem den Krankenstand in die Höhe schnellen.